Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wir schauen, wie gut die Drogerie heute ist, denn ich habe vor ein paar Tagen recht viele Neuheiten von BH Cosmetics bekommen und die wollte ich gerne mit euch testen. Einige Produkte kenne ich schon, einige wiederum noch nicht und einige davon scheinen mir doch verdächtig gute Alternativen zu beliebten Produkten zu sein und wir werden heute mal was Schönes schminken. Ich habe neulich auf einem BH Cosmetics Event ganz, ganz viel gelernt und ich mache auch schon den ersten Fehler, denn BH Cosmetics gibt es nicht mehr. Es heißt jetzt BH Los Angeles. Das zuallererst. Ich sehe noch ein bisschen fertig aus, aber wir ändern das jetzt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen, ja, ablenken kann. Nichtsdestotrotz müssen wir über ein Thema reden, was mir gerade sehr, sehr am Herzen liegt. Und das ist ein sehr, sehr ernstes Thema und ich fühle mich dazu verpflichtet, mit euch kurz einmal darüber zu reden. Ihr wisst, dass eine gute Freundin von mir, Letizia Lehmack, mittlerweile, sie hat mit mir meine Pinsel rausgebracht, sie hat die Pinsel für mich produziert. Ich bin sehr fasziniert von ihr, nicht nur als Make-up-Artistin, sondern auch als Persönlichkeit und als Freundin und genauso wie ihr Mann. Und vielleicht habt ihr es bei ihr gesehen, dass ihr Mann einen sehr, sehr schweren Kletterunfall hatte und aktuell im Koma liegt. Und als ich das mitbekommen habe, hat mir das Herz rausgerissen. Und ich weiß, dass ihre Brand Letizia Lehmack auch die Brand von ihrem Mann ist und dass deren gemeinsamer Job ist und er jetzt natürlich nicht daran teilhaben kann. Und ich wollte so einen kleinen freiwilligen Aufruf machen, dass wenn ihr neue Pinsel braucht, wenn ihr neue Tools braucht, die besten Pinsel, die es gibt auf dem Markt, dann würde ich euch bitten, bei ihr im Shop einmal vorbeizuschauen. Sie hat sehr, sehr viele tolle Pinsel. Ich werde in diesem Video auch nur ihre Pinsel verwenden. Einfach, weil es das Einzige ist, was ich gerade für die beiden tun kann. Ich habe auch schon für ein paar hundert Euro Pinsel gekauft, die ich euch in den nächsten Wochen bei Instagram verlosen werde. Einfach, um so viel Support wie möglich an die beiden zu geben, damit sie entlastet wird und sich um ihren Mann kümmern kann und sich nicht Gedanken machen muss, wie sie ihre Marke weiter bedienen kann. Und falls ihr Pinsel haben wollt, falls ihr etwas sucht, falls ihr etwas haben möchtet, was höchste Qualität hat. Ihr wisst es, ich habe mit ihr mein eigenes Pinselset rausgebracht und sie hat noch mehr tolle Pinsel. Schaut gerne vorbei. Ganz, ganz viel Liebe an Martin und Letizia an dieser Stelle und ich zeige euch einfach, wie toll die Pinsel in Kombination mit den Produkten funktionieren. Es bricht mir wirklich das Herz, aber ich probiere für euch jetzt ein schönes Video zu machen. Ich sehe ein bisschen blass ums Näschen aus. Liegt daran, dass ich etwas von BH Cosmetics habe, was ich gerne ausprobieren wollte. Ich war auf dem Event hier in Berlin und da haben sie uns dann auch gesagt, dass es nicht mehr BH Cosmetics, sondern BH Los Angeles ist. Es gibt mittlerweile auch in vielen DM-Filialen, glaube ich, Aufsteller. Unter anderem gibt es das hier. Das ist der Summer Heat Cream Bronzer. Ein Cream Bronzer Medium to Tan. Ich glaube, es gibt den in zwei verschiedenen Farben. Und der sieht mir doch verdächtig nach einem anderen Produkt aus. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, für was das eine günstigere Alternative sein kann. Ich gucke mal, dass ich das in den nächsten Tagen noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehme. Aber wir haben hier einen Cream Bronzer. Sehr, sehr cremig. Sehr, sehr warm. Ich blende ihn mal kurz so ein bisschen aus. Der ist recht warm. Ich glaube aber, dass der als Bronzer gar nicht so schlecht sein wird. Ich nehme hier von Letizia die T-Series, das ist der T3-Pinsel, und gehe erstmal ganz leicht hier rein, weil ich vermute, dass der sehr, sehr warm sein wird. Dadurch, dass ich gerade so ein bisschen heller bin, wird der... Oh ja, der ist sehr warm. Aber dadurch kann ich meine Foundation komplett so ein bisschen aufwärmen. Also mein Gesicht sieht ja jetzt sehr, sehr blass aus. Ich habe auch extra eine sehr helle Foundation benutzt. Aber ihr seht sofort, dass der sofort direkt Wärme ins Gesicht gibt. Er ist sehr pigmentiert. Also ich arbeite nur mit dem Produkt, was ich hier auf der Hand habe.
und arbeite mir das hier so ein bisschen um die Nase. Ich möchte ein bisschen den Sommer verlängern. Heute ist der erste Tag, heute ist Samstag, ist der erste Tag hier bei uns, wo der Herbst richtig Einzug erhalten hat. Und ich möchte das hier so ein bisschen aufwärmen. Ich habe erst gedacht, er ist sehr, sehr warm. Er erinnert mich ein bisschen so von der Farbe her an den Chanel Teint du Soleil Bronzer, heißt er, glaube ich, dieser Cream Pot. Der ist aber deutlich pigmentierter. Das ist das Problem bei dem Chanel Bronzer. Du hast da kein Pigment und du musst da wirklich am besten mit so einem Spaten einmal reingehen, um Farbe rauszukriegen. Ich gehe jetzt mal nicht nochmal rein, sondern nur noch mit dem Rest auf dem Pinsel. Und das reicht ja völlig aus. Ein bisschen hier auf der Hand habe ich ja noch. Also hier habe ich schon fast zu viel benutzt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Und hier so ein bisschen um die Stirn. Also wenn ihr etwas sucht, was euch direkt Wärme ins Gesicht gibt. Ich weiß, viele, das ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich habe neulich viel, nachdem ich euch ein Video hochgeladen habe, so ein kleines Live-Update, habe ich viel drüber nachgedacht, was ich möchte und was ich eigentlich mit meinem Kanal möchte. Weil ich weiß, dass Beauty-Themen einfach nicht mehr das Thema ist, was viele interessiert. Und ich liebe Make-up und ihr liebt auch Make-up, aber Make-up ist nicht mehr unser. Wir denken nicht den ganzen Tag an Make-up und ich möchte mich eher auf Produkte fokussieren. Ich möchte sie euch zeigen, was es gibt. Und am Ende des Tages könnt ihr natürlich selber entscheiden, was wollt ihr, was braucht ihr und was halt auch nicht. Sehr, sehr pigmentierter Bronzer. Ich kann mir vorstellen, dass man den sehr gut benutzen kann, wenn man keine Foundation aufträgt, einfach um so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu geben. Was ich total gerne mache, ist, ich gehe hier über meine Augenbrauen. Und blende mir das alles so ein bisschen aus. Oder, kleiner Hack, nehmt euch den Bronzer und einen blauen Color Corrector. Damit einfach einen Konturton machen. Deutlich, deutlich kühler ist. Schaut mal, den originalen Ton mal daneben. Deutlich kühler und noch besser, um zu konturieren. Möchte ich jetzt Tatsache nicht machen. Mir gefällt das so schon ziemlich gut. Es soll natürlicher werden. Es gab jetzt aber was anderes, wo ich ganz gespannt drauf war. Und zwar sind das die Sun Flushed Liquid Blusher. Kommen in so einer Quetschtube. Sieht recht einfach aus vom Packaging. Ich habe hier einmal die Farbe. Ah, das finde ich ein bisschen schade, dass der Name nicht nochmal draufsteht. Also einmal so einen etwas nudigeren Ton und einmal einen sehr, sehr hotten Ton. Ich swatche euch mal beide nebeneinander. Sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Ganz natürlich, ganz zart, sehr erwachsen. Ich finde es ganz spannend zu sehen, wie BH Cosmetics jetzt wieder zurückkommt mit neuen Produkten vor allen Dingen auch und einfach auch noch mal überlegt, was in welche Richtung wollen sie gehen, weil es ja doch immer noch sehr laut ist. Krass. Ich glaube, das ist mir zu viel heute, aber ich bin ja so ein Fan, ich bin gespannt, ich warte die ganze Zeit, ich habe bei Rhode bestellt, der Brand von Hailey Bieber. Ob man da vielleicht ein paar Alternativen zu findet. Der Blush sieht sehr, sehr gut aus. Ich nehme von Letizia aus der T-Series den T2. Der ist ein bisschen kleiner. Und lade den Pinsel wirklich gut voll. Erstmal in diesem nudigeren Ton. Und tupfe den jetzt hier so ein bisschen oben rüber. Sehr schöne Farbe. Ganz zart. Und das ist so ein. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, es gibt ja aktuell diesen Trend, diesen Under-Eye-Blush-Trend. Das kannst du halt nicht mit so einem Hot Red machen, ne? Das musst du schon mit einem Ton machen, der so ein bisschen in deine Hautfarbe Richtung geht. Aber der ist natürlich super pigmentiert und ihr seht es auch, ich mache es vor dem Concealer, dass der Concealer unten drunter durchscheint. Ich bin jetzt sehr, sehr overblushed, aber vielleicht könnt ihr es sehen, dass so ein leichter Glow mit drin ist. Also kein Schimmer, um Gottes Willen, sondern eher so ein Glow. Und jetzt gehe ich erst hier hinten in diesen Daiquiri-Ton und den platziere ich mir deutlich weiter hinten. Das darf am Anfang ruhig ein bisschen verrückt aussehen, weil wir da natürlich gleich Concealer rübergeben. Aber die Blushes gefallen mir sehr, sehr gut. Es gab auch noch so eine Palette. Das ist eine Konturpalette. Steht drauf zumindest. Ich finde, das ist aber eher eine Bronzer-Palette. Das ist so Oldschool BH Cosmetics. Vielleicht machen wir darauf was auf die Augen oder so. Ein bisschen Concealer. Und damit gehen wir jetzt über den Blush rüber, sodass es so aussieht, als würde der Blush durch den Concealer kommen. T2 Pinsel und blende hier unten den Concealer aus. Ich probiere immer, Tatsache, so wenig Pinsel für meine Base wie möglich zu benutzen. Vielleicht maximal zwei oder drei, weil ich so einfach farblich immer ein bisschen natürlicher werde. Ich bin ja nicht so die größte Blendemaus, wissen wir ja mittlerweile alle. Das ist Letizia. Aber so kann ich noch ein bisschen mehr diese Farbnuancen ineinander überblenden.
ohne dass es aussieht wie hier ein Concealer-Balken, hier ein Blush-Balken, hier ein Bronzer-Balken. So habe ich wirklich diesen leichten Übergangslook. Also der Blush in Kombination mit dem Bronzer gefällt mir sehr, sehr gut. Ist warm, aber wenn wir da jetzt mit einem Konturprodukt runtergehen, dann können wir das Ganze wieder ausgleichen. Das ist jetzt dieser Halo Glow Beauty Wand von e.l.f. Ich nehme meinen Pinsel mit Letizia und blende den da in diesen Bronzer mit rein und nehme dadurch natürlich nochmal so ein bisschen von dieser Wärme raus. So ist sehr, sehr viel gewesen. Und habe wirklich, seht ihr das? Diesen Übergang. Sieht jetzt alles noch wild aus. Wir gehen gleich nochmal mit dem Schwamm rüber und dann sieht das alles ein bisschen einheitlicher aus. Das Ziel ist es für mich heute so ein bisschen, die Base mit neuen Techniken probieren zu bestücken. Concealer einmal ausblenden. Und auf die Entfernung seht ihr jetzt diesen Übergang. Der Blush kommt so ein bisschen durch. Da können wir dann hier wieder ein bisschen rüber gehen. Und dann gehe ich mit den einzelnen Pinseln, die ich vorher benutzt habe, nochmal so ein bisschen rüber. Und dann kommt der Ton so ein bisschen von unten durch. Die Kontur kommt ein bisschen hier zur Geltung. Der Blushton, den kann ich hier ein bisschen rübergeben und alles einheitlich verblenden. Und dann sieht das Ganze nicht mehr so verrückt aus. Ich fixiere das Ganze mal und jetzt schaut mal, wie viel anders die Base aussieht. Ich habe erst meinen unteren Augenbereich und die Kontur ausgeblendet und nehme jetzt einen Pinsel, den wir tatsächlich noch nicht produziert haben aus unserem Pinselset. Wollt ihr einen Puderpinsel haben? Ich muss dazu sagen, dadurch, dass die Pinsel alle handgemacht sind von Letizia und mir, beziehungsweise auch von Letizia, sind die natürlich deutlich teurer, als würde ich die wie andere Brands woanders kaufen. Und ich weiß, also der Pinsel wird bestimmt 15, 20, vielleicht sogar 25 € kosten. Allein im Einkauf ist der schon teuer, weil der halt handgemacht ist, ne? Aber wenn ihr wollt, können wir das vielleicht irgendwann nochmal angehen. Ich liebe diesen Pinsel. Ihr habt den auch schon so oft gesehen. Und jetzt blende ich mit dem Rest Puder einfach hier alles so ein bisschen rüber. Hab noch ein bisschen Glow auf dem Gesicht. Hab noch ein bisschen Glow, der so unten durchkommt. Und ich liebe die Base. Ich habe mich jetzt so ein bisschen dagegen entschieden, diese Palette noch auf meinem Gesicht zu benutzen, weil ich glaube, ich habe schon genug im Gesicht. Ganz kleines bisschen in die Hand. Einfach nochmal hier so ein bisschen rüber. Und dann gehe ich auch gleich schon hier in die Augenbraue mit rein. Also wirklich nur, um so einen Übergang zu haben. Das mag ich im Moment total gerne. Probiert das mal aus, wenn ihr Zeit habt, so ein bisschen unordentlicher zu arbeiten. Strukturiert unordentlich. Dadurch wirkt das Gesicht einfach viel harmonischer im Make-up. Und ich habe eine ganz krasse neue Technik neulich auf TikTok gelernt. Wow, es hat alles verändert. Concealer. Ihr kennt meine Probleme mit meinen Augenringen. Und ich habe eine Technik gefunden, Demi-Make-up. Anstatt Concealer raufzuklatschen, wird unten drunter dunkler gemacht. Und das ist Boom. Ich habe das gesehen, ich habe das probiert, ich war schockiert. Wie krass das funktioniert hat. Ich nehme einen großen Pinsel. Das ist fast schon mein Lieblingspinsel von Letizia, der T7. Das ist ein sehr, sehr großer, eigentlich Highlighter-Brush. Ich liebe den aber als Lidschattenbrush. Einmal rein, abklopfen und den nehme ich jetzt so ein bisschen als Transition Shade. Das ist natürlich super, super pigmentiert, aber dadurch, dass der Pinsel so groß ist, T7, habe ich glaube ich gesagt, ne, kann ich das super weitläufig verblenden. Auch hier so ein bisschen um die Nase. Es soll jetzt kein krasser Lidschattenlook werden hier. Ich sag's euch. Aber look at that. Einfach hier vielleicht so ein bisschen unters Auge. Ein bisschen raus. Und ich habe einfach ein bisschen Wärme im Gesicht. Ich finde, wenn ihr grüne oder blaue Augen habt, gibt es nichts Schöneres als einen Bronzer um die Augen. Weil die eigene Augenfarbe so viel schöner dann rauskommt. Bisschen in die Augenbraue rein. Heute super, super tanned look. Jetzt wechsle ich hier. Das ist aus diesem kleinen Reiseset von Letizia. Ich habe alle Pinsel. Dunklen Ton an die Lashline und ein bisschen weiter rum. Was ich im Moment ganz spannend finde, ich hole euch mal ein Stückchen heran, wenn ich, also ich habe hier ja diese Creases, ne, diese Fältchen. Und anstatt darum zu kämpfen, dass ich sie wegkriege, weil ich kriege sie nicht weg mit Make-up, blende ich da einfach so ein bisschen Braun mit rein. Und unser Auge ist ja normalerweise hier auch ein bisschen erhaben. Das untere Augenlid, das ist ja da, es ist ja nicht weg. Blende ich das einfach so ein bisschen runter und gebe dem Auge seine normale Form zurück. Und blende einfach Bronzer in die Crease und dann kaschiert das das so ein bisschen. Ein ganz, ganz simpler Augenlook. Aus der T-Series nehme ich den T1 Brush, gehe ganz leicht in den dunkelbraunen Ton für hier außen. Nur wirklich minimal.
blende es hier vorne in die Lidfalte rein, dass mein Schlupflid so ein bisschen, was ist Schlupflid? Ich habe halt hier ein bisschen mehr Haut als woanders. Und habe ein bisschen mehr Form. Und nehme denselben Pinsel und gehe jetzt hier in diesen Highlighter-Ton und gebe das einfach aufs Auge. Ganz, 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 ganz simpel. Was für ein wunderschöner, super einfacher, ja, schon fast langweiliger Look. Aber ihr kennt mich, ich bin wirklich raus aus diesem bunt, laut, schreiend. Ich möchte einfach nicht mehr aussehen wie 14. Ist vorbei die Zeit. Ich finde bunte Lidschatten toll und ab und zu so ein Pop of Color auch, aber das ist nicht, das bin nicht mehr ich. Und ich finde auch, dass es mir nicht steht. Das habe ich viel gelernt in den letzten Jahren, was mir steht und was nicht. Und ich finde, klar, als Content Creator muss man auch mal etwas tragen, was nicht vielleicht unbedingt dem eigenen Geschmack entspricht, einfach um zu zeigen, was die Produkte können. Aber wenn ich die Wahl habe, was steht mir und was steht mir nicht, werde ich immer auf neutralen, entweder warm oder kühlen Look stehen, die einfach mich enhancen. Ich möchte ja mich nicht mehr hinter dem Make-up verstecken, sondern ich möchte Make-up nutzen, was mir gut tut. Die Cream Blushes haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe eine Lippenkombination, die habe ich bei Instagram, ich glaube, vielleicht schon gezeigt, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Die Lip Liner sind neu und die 411 Lip Glaze High Shine Lip Gloss Glazes. Die Lip Liner sind krass. Die sind wirklich, wirklich krass. Ich habe den hier in der Farbe Bass. Und schaut mal, ich gehe ausschließlich hier über mein Lippenherz. Und hier, ich gehe nicht in die Mundwinkel rein, sondern nur hier unten in die Kontur und blende das so ein bisschen mit meinem Finger aus. Das faked ein bisschen die Lippen größer und es sieht nicht so präzise aus. Es ist ja das Ziel, dass es alles so ein bisschen, es soll aussehen, als wäre ich gesegnet worden von der Natur, dass ich so einen schönen Mund hätte. So, und jetzt nehme ich diesen Lip Glaze in der Farbe Chatter. Ist ein bisschen pinky in die Mitte und tupfe das mit rein. Ist schon sehr pink, vielleicht. Ich bin ja so ein Freund davon, Sachen, die ich im Gesicht benutze, auch auf den Augen und auf den Lippen zu benutzen. So ein bisschen den Blush. Gefällt mir besser. Sehr, also diese Lipglosses, die haben Highshine. High-High-Shine, aber zu dem Look mische ich das einfach so ein bisschen. Es gibt sehr, sehr viele Farben. Ich habe jetzt nur hier Chatter. Zum Abschluss fixieren wir das Ganze. Mascara lasse ich jetzt aus, weil ich gleich noch was anderes mit einer Mascara machen muss. Aber ich finde es ehrlich gesagt ganz süß. Ich weiß nicht. Also, ich hatte ja zwischendurch einmal kurz Probleme mit BH Cosmetics Produkten. Aber ganz, ganz wichtig, ich hatte es damals auch schon gesagt, dafür konnte die Brand nichts. Es kann sein, dass es einfach irgendwo ein Problem gab. Und da ich das Feedback gehört bekommen habe, dass ich wirklich der einzige Mensch war, der dieses Problem mit dem Produkt hatte, nehme ich da alles zurück. BH Cosmetics Qualität ist immer noch da. Und ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, weil ich Angst hatte, dass Revolution BH vielleicht negativ beeinflusst. Aber es hat natürlich auch Vorteile, wenn eine mittlerweile so, so große Brand eine andere Marke übernimmt, dass einfach viel mehr Möglichkeiten für die Zukunft bestehen. Und man sieht jetzt auch schon neue Texturen, man sieht neue Möglichkeiten und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Bin gespannt, vielleicht habt ihr ja schon das ein oder andere neue BH Cosmetics Produkt bei euch in der Drogerie gefunden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen über euch in den Kommentaren und eine kleine Erinnerung, falls ihr etwas unterstützen könnt und falls ihr etwas unterstützen wollt, schaut gerne bei Letizia Lehmack im Onlineshop vorbei. Ich verlinke euch ihren Shop. Ganz, ganz viel Liebe an euch beide, ihr zwei Mäuse. Ich denke an euch. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Passt auf euch auf, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.